Gaming Minds. Kalypso. Präsentiert uns Railway Empire. Mein Name ist Ed und ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, wie gesagt, Railway Empire am Start, neu auf meinem Kanal mit dem Deutschland DLC. Ich habe ich durfte damals die Preview-Version euch schon präsentieren. Heute möchte ich euch eine neue Staffel präsentieren mit dem Deutschland-DLC, was recht frisch noch rausgekommen ist. Für den Key möchte ich mich gleich mal vorab bedanken bei Kalypso Media. Vielen Dank für das, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, für das, das Überreichen des Keys sozusagen. Und wir wollen natürlich in einer deutschen Stadt, in einem deutschen Szenario starten. Ich mache das Ganze aber mit dem freien Spiel. Suchen wir uns das mal raus. Es ist das Deutschland und Umgebung. Wie ihr seht, ich habe hier noch nichts abgeschlossen. Die freien Spiele habe ich hier noch nicht mal angefangen irgendwie. Ich habe bisher immer nur die Kampagnen gemacht. So, Deutschland und Umgebung, da wollen wir starten. Und zwar von 1830 bis 1930 wollen wir starten. Die Landschaften Mitteleuropas erstreckten sich von den flachen, durch die Gletschermassen der letzten Eiszeit geprägten Küsten von Nord- und Ostsee über die langsam ansteigenden Mittelgebirge bis zu den Bergketten der Alpen. Noch sind viele Gebiete und Regionen stark von den ländlichen Strukturen der letzten Jahrhunderte geprägt. Mit dem Eintreffen der Eisenbahn wird sich dies in den nächsten Jahren dramatisch ändern. Genau, das ist es. So, und was ich ganz toll fand, ich habe es schon ein bisschen angezockt gehabt, dass meine Heimatstadt mit dabei ist. Das ist nicht Weimar, Magdeburg auch nicht, wo bist du? Braunschweig. Braunschweig ist mit am Start, was ich extremst geil finde. Aber wir fangen nicht in Braunschweig an, sondern wir werden in Kassel starten und uns von da aus durcharbeiten. Da sage ich gleich noch was zu. Wie gesagt, wir starten in Kassel, wir geben uns mal 3 Mille auf dem Konto, wir lassen es bei 3 Konkurrenten. Lass uns auf normaler Stufe. Pausenmodus bleibt auch auf normal. Streckennetz lassen wir komplex. Ich würde ganz gerne schon mit Signalen und so weiter arbeiten. Das ist in Ordnung. Schauen wir nochmal in die erweiterten Sachen rein. Hier lassen wir alles auf Standard, so wie es ist. Gut, also. Gebiete, das ist neu. Es ist so, man muss jetzt quasi, Deutschland ist aufgeteilt in Gebiete. Und wenn man, sagen wir mal, in ein anderes Gebiet bauen will, sich dahin expandieren will, muss man erst die Rechte dafür kaufen. Es ist eine neue Komponente und ist nicht ganz ohne. Wie gesagt, wir starten in Kassel. Da geht's los. Führungsstärke und Disziplin sind der Weg zum Sieg. Genau, und jetzt können wir uns unseren Charakter auswählen. Und jeder Charakter hat seine Vor- und Nachteile. Der hat zum Beispiel den Vorteil, strenges Regiment. 20% niedrige Gleisbaukosten ist natürlich am Anfang schon nicht schlecht. Allerdings ist da auf der anderen Zusammen Seite auch... werden wir sie alle bezwingen. Ja, laber mir doch nicht dazwischen, Mann. Unbeliebt, das Einstellen von Zugpersonal kostet 10% mehr, ist nicht so gut. Und bodenständig, 40% höhere Kosten für Tunnel und Brücken, auch nicht so gut. Wir werden sie alle in die Säcke, Tasche stecken. Genau, so, und der Gangster hat den Vorteil, 5 Auktionatoren zu Spielbeginn. Dann Ordnungssinn, 15% mehr Einnahmen durch Fracht, das ist nicht schlecht. Allerdings keine Bewerbung von Büroangestellten, das ist überhaupt nicht gut. Du solltest mich auswählen, nicht, dass dir etwas zustößt. So, und außerdem hat er 15% weniger Einnahmen durch Passagiere und Post. Und das transportieren wir am Anfang ja am meisten, also ist es für mich der absolut nicht Denken in Ordnung. Denken Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? So, der Fabrikant, der Neubau von Fabriken ist 50% günstiger, ist nicht schlecht. Dann unter der Hand kann Fabriken von der Stadt ohne Auktion erwerben und leider ist er schüchtern. Auktionen sind 50% teurer, das Die ist nicht anderen so gut. Sind nur Glücksritter ohne eine Ahnung vom Geschäft. Meine Berechnungen haben ergeben, dass Zeit von höchster Relevanz ist.
So, und der Ingenieur, der hat den Vorteil, Lokomotiven sind 70% günstiger. Wartungsgebäude sind umsonst, das ist geil. Allerdings hat er den Nachteil, das Aufwerten von Betrieben kostet dafür 70% mehr und er ist zerstreut. Der Geschäftsplan. Ich hatte ihn doch irgendwo hier. Ah, wenn die mir nicht immer dazwischen quatschen würden. Er ist zerstreut. Reparaturen laufen 15% langsamer ab. Was fällt Ihnen ein, mich hier so warten zu lassen? So, die hat 15% mehr Einnahmen durch Passagiere und Post. Expresszüge erhalten den doppelten Bonus auf Ticketeinnahmen. 10% laufen die Reparaturen langsamer ab und 20% weniger Einnahmen durch Fracht bei der Dame. Ich werde dich sicherlich nicht enttäuschen. Wollen wir wetten? So, und die hier hat Auktionen sind 30% billiger, dann dreimal so viele Bewerbungen von Spionen und erhält leider 70% weniger Innovationspunkte. Das ist natürlich auch nicht so gut. Das heißt, die muss viel klauen. Genug gesucht. Sie sind fündig geworden, Partner. Ja, und ich... Frag mich nie... Meine Evaluation des Bewerberfeldes zeigt, dass ich die richtige... Vollkommen planlos, wo war ich? Ja, weil jetzt, wie gesagt, ich bin überlegen, Wartungsgebäude sind natürlich nicht schlecht, wenn die umsonst sind. Lokomotiven sind auch 70% günstiger. Aber ich tendiere fast... Planung, Tabellen, Zahlen und harte Fakten. Ich tendiere wirklich zum Fabrikanten. Und wir nennen uns Deutsche Bahn AG, warum nicht? Und, ja, den müssen wir mal ändern hier, das geht gar nicht. Gaming Team. Na los, Zeit ist Geld. So. Genau, wir müssen uns mal ändern. Das gefällt mir nicht. Bestehe darauf, ein Großbuchstaben, so werde ich geschrieben. Alles klar, weiter geht's. Wir starten in ein neues Let's Play. Nach der kurzen Ladezeit. Also, auf geht's. Bin mal gespannt, was uns so erwartet. Ich habe vieles noch nicht gesehen von dem neuen DLC. Aber ich finde es einfach schon mal geil, dass meine Heimatstadt dabei ist. Du und hast es diesmal mit 3 Kontrahenten zu tun. Beachte deine Aufgabenliste, wenn du eine hohe Bewertung erzielen möchtest. Ja, das ist mir eigentlich relativ egal, dass wir eine hohe Bewertung holen wollen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, da ist Braunschweig. Das ist unser Gebiet hier. Frankfurt am Main. Worms. Oh, Worms. Ja, da wo Calypso zu Hause ist. Auch geil. Ist aber extrem ungünstig. Ziemlich lange Strecke. Aber gut. Okay, wir fangen einfach mal an. Wir brauchen Bahnhöfe. Und da gibt es auch eine Neuheit. Nämlich, es gibt jetzt Bahnhöfe mit Stellwerken. Intrigiert. Das ist geil. Und auch die Warendepots sind mit Stellwerken. Das finde ich schon mal genial. So, großer Bahnhof mit Stellwerk. Oh ja, das warum nicht? Wir nehmen gleich zu Anfang mal einen großen Bahnhof. Schaden tut's nicht. So, mitten rein hier. Und jetzt gucken wir mal, dass wir an Frankfurt an Main dasselbe hinbekommen. Ja, sehr gut. Gucken wir mal. Wartungsgebäude. Sollten wir schon bauen. Und vor allen Dingen werden wir gleich mal 2 Strecken nur schicken. 2 Züge drauf machen. Wartungsgebäude. Wir müssen gleich verdienen. Gleisbau funktioniert noch wie eh und je. Halt. Gleich mal Doppelstrecke legen. Kostet 57.000. Das geht alles noch. Versuch das jetzt gerade zu legen. Wo ist es denn? Wo ist denn Frankfurt am Main? Ach, da unten. Das ist ja Wahnsinn, wie weit das weg ist. Kostet 411.000. Boah, das ist böse. Aber gut. Machen wir. Legen gleich Doppelstrecke. Dum, 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 dum. Ja, mit Tunnel und viel Gleisen. Das gleich auf Doppel, das ist günstiger. Finde ich auch geil. Dann werden wir auf jeden Fall mal eine Weiche legen. Ganz easy peasy.
wirklich ganz easy Doppelweichen legen. Das funktioniert hier nämlich wunderbar. So, noch eine Weiche, damit die auch kreuzen können. So, dann brauchen wir hier vorne nochmal eine. Würde ich fast behaupten. Zack, alles klar. So, was wir dann auf jeden Fall noch brauchen, ist der Versorgungsturm. Und davon werde ich gleich mal 2 oder 3 auf die Strecke bauen, weil es ist doch schon recht viel. Ruhig hier rein. Und los geht's. Geht die wilde Fahrt. Und dann ersten Zug. Zuglinie. So, aus Kassel. Starten wir. Frankfurt am Main. Auf geht's. Lassen die Beladung auf automatisch. Erstmal. Lokomotive. Haben wir nur die Grasshopper gerade. Die schafft 25 km/h. Das ist, ja, natürlich noch nicht viel. Aber was willst du machen? So. Auf geht's. Personal. Können wir auch jemanden einstellen. Ermöglicht dir eine Auktion für einen Landbetrieb oder eine Fabrik auch dann zu starten, wenn der Betrieb einem deiner Konkurrenten gehört. Das ist ja nicht schlecht. Den stellen wir gleich mal ein. Aufgaben haben wir auch was zu erledigen. 252 Einnahmen durch Fracht bis 838. Dann durch Passagiere. Expressverbindung zwischen Kassel und Bremen. Wie gesagt, das ist alles für die Bewertung. Da muss noch was passieren. Ist unser Zug schon losgefahren? Ich glaube, der fährt schon. Ja, da ist er. Unser erster Zug. Kommt mit Wurst an. Okay, kommt mit Wurst an. Machen wir mal weg. Ich würde nämlich gerne mal mitfahren. Und einfach mal... Genau. Ruhig mal ein bisschen... die Grafik präsentieren. Andere Kameraposition. Mein Gott. Ah, sieht schon toll aus, ne? Also... Er sieht optisch wirklich schön aus. Heißt, das wollte ich nicht. Ja, auch so mitfahren aus der Ansicht. Das sieht wirklich hübsch aus. Ein Analyst ist da. Den können wir auch benutzen. Analyst. Was macht der denn? Lass uns mal schauen. Erzeugt durch Falschmeldungen eine Hysterie auf dem Aktienmarkt und erhöht oder senkt damit den Aktienkurs eines Unternehmens. Auch den stellen wir mal ein. Wir lassen es erstmal sein. So, Frankfurt am Main. Wir wollen mal gucken, was die hier so brauchen. Was haben wir denn hier an Betrieben noch in der Nähe? Was ist denn das hier? Das ist Eisen, oder? Eisen. Okay, geil. Eisen haben wir hier zur Verfügung. Worms könnten wir ja auch noch anschließen. Aber wir brauchen erst einmal... Bedarf. Getreide brauchen sie. Gemüse brauchen sie. Getreide und Gemüse. Okay. Getreide. Schönes Wetter heute, oder? Ja, ja. Schönes Wetter heute, genau. Getreide haben wir hier hinten. Wenn wir es denn bauen können. Ich guck mal. Haben wir hier einen kleinen Bahnhof? Ja, gerade so. Getreide. Was ist das hier? Was hat der denn? Hopfen. Das ist Hopfen. Okay. Aber insgesamt sieht es hier gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir auch noch Saarbrücken. Sag bloß, wir können Stuttgart auch noch mit anbringen. Nee, okay, das können wir nicht. Aber wir kommen zumindest an das Getreide hier ran. Da können wir hier auch mal was machen. Dann machen wir mal Bahnhof mit Stellwerk. Großer Bahnhof, Warendepot, großes Bahnhof mit Stellwerk, glaube ich. Oder? Nee, da reicht eigentlich ein... Da reicht wirklich ein kleiner Bahnhof erstmal. Wirklich ein kleiner Bahnhof. Bum, 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 bum. Aber mit...
ein Wartungsgebäude. Das muss sein. Jetzt gucken wir mal nach Worms, was die wollen. Ob die das auch haben wollen. Ja, die wollen auch Getreide. Das heißt, wir müssen in beide Städte Getreide verschicken. Kriegen wir hin. So, Worms. Du bekommst auch einen Bahnhof mit Stellwerk gleich. So, zack, mitten rein. Viel Erfolg mit diesem hübschen kleinen Bahnhof. Genau, werden wir haben. So, du gehst in die rein. Ziehen wir gleich nochmal einen ran. Doppelgleisig. So, gucken wir mal, ob wir gleich hier rankommen auf... die da. Warte mal, ist das der innere oder der äußere? Mal gucken, das ist der innere. Dann können wir den da anklemmen. Kostet auch nur 290.000. Aber dann haben wir Worms dann auch schon mal an der, angeschlossen und das ist ja auch nicht so verkehrt. Okay, folgendes. Wir brauchen erstmal einen Zug. Und zwar einen neuen Zug. Von Waldewitzhof nach Worms. Nur Fracht natürlich. Das ist ja nur Fracht. Zack, Lokomotive. Und Abflug. Los geht's. Dann noch ein Wartungsgebäude. Brauchen wir auch. Beziehungsweise so ein Versorgungsturm. Und dann machen wir jetzt mal hier Signale noch hin. So, okay. So, Richtungssignal. Dass du nur in die Richtung fährst. Und hier in die andere Richtung. Dann brauchen wir noch ein Stoppsignal, glaube ich. Wartet, Stoppsignal. Ja, da meckert er wieder. Da müssen wir mal die Infos beachten. Okay, das ist in Ordnung. Schauen wir mal, was hier los ist. Einer könnte in der vorliegende Weiche hinein. Okay, alles klar, dann machen wir dich mal weg. Machen wir dich mal doch nochmal weg. So, du könntest in die Weiche hier hineinlegen. Okay, das müssen wir auch nochmal ändern. Ja, komm, weg damit mit der Meldung. Müssen wir nämlich nochmal ändern. Signale. So, Richtungssignal. So, jetzt passt es. Stopp. Warte mal, nee, Blödsinn. Das war Blödsinn. Der muss nochmal weggeändert werden. Signal. Reines Stoppsignal. Jetzt passt es. Gut, das sollte funktionieren. Theoretisch. Was ist hier los? Okay, das ist in Ordnung. So, und dann machen wir jetzt hier auch nochmal was. Nämlich ganz easy. Gleisbau. Ah, zack. So, dass sie auch darüber switchen könnten zur Not. Sollte aber passen. Okay, damit haben wir das hier erledigt. Ja, immer schön die Infos beobachten. Das ist auch okay so. Worms steht ganz gut da. Die sind zufrieden soweit. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir... das hier hin friemeln. Da sollte auch kein Problem sein. Okay, Fracht entladen, in Ordnung.
Okay, Signale. Also, mein Freund. Ja, du fährst nur in die Richtung. Warte mal, du musst... Warum? Du willst ein Stoppsignal dahin und... Du bekommst das Stoppsignal dahinten. Na. Damit das auch klappt. Hier reinbrechen. Das. Damit, wenn wir hier mehr auf der Bahn haben, dass das auch besser läuft. Worms wächst schon, das ist super. Und das sieht einfach schon nur genial aus. Ne? Muss man schon mal sagen. Ja, Worms kommt an, das ist okay. Dann machen wir jetzt nämlich nochmal noch eine neue Linie. Nämlich von Worms nach Frankfurt am Main. Und auch automatisch, das ist in Ordnung. Das lassen wir erstmal so. Wachmann. Können wir gleich welche einstellen. Aber erstmal lassen wir die laufen. Das ist nämlich auch neu, also es ist zumindest mir neu. Wir können jetzt automatisch alle Zugmitarbeiter einstellen, die es momentan gibt, anheuern könnten. Und die werden auch gleich verteilt. Auch eine geile Sache. Wie ich finde. So. Den Zug kopieren wir gleich mal. Schicken einen zweiten hinterher. Damit wir die hier auch auf Touren kriegen. So, was haben wir da noch? Wo ist der andere hier oben? Wo ist der andere Zug? Kein Zug hier? Doch, muss doch hier sein. Stadtbahnhof, ja, komm. Alles gut. Wo ist denn der andere Zug? Wo ist er? Such gerade den Zug, verzweifelt. Ist gerade nicht da. Unglaublich. Wo fährt er denn? Ist das hier? Landbahnhof? Ja, später. Kassel wächst. Das ist schön. Das Kassel wächst. Aber wo ist... Da fährt er. Kassel, Frankfurt am Main. Da machen wir gleich nochmal einen zweiten drauf. So. Dann läuft das schon mal deutlich besser noch. Dann haben wir jetzt 6 Züge am Start. Plus Forschung können wir auch jetzt mal angehen. Machen wir auch gleich. Wir erforschen die Knallkapsel. Bringt zusätzliche Sicherheit für nachfolgende Züge und sorgt dadurch für mehr Zuverlässigkeit. Erhöht die Zuverlässigkeit deiner Lokomotiven um 6%. Die nehmen wir mit für 100 Innovationspunkte. Forschungspunkte. Und, ja, warum nicht, ne? So, Kassel sieht ganz gut aus hier. Kassel bekommt... Was brauchen die denn? Wurst, das brauchen die. Schweine werden sie auch dafür. Und das, okay. Aber kein Obst, ne? Obst wollen sie nicht. Ganz kurz gucken, ob ich noch was bauen kann. Nein, hier nicht. Das ist hier irgendwie... Das, damit können wir uns noch nicht großartig beschäftigen in... Okay. Warum ist denn hier schon wieder ein Ausweichgleis? Brauchen wir noch nicht. Stoppsignale platzieren. Okay, Stoppsignale wollen sie haben. Machen wir das. Gibt es ein Stoppsignal? So. Ich hoffe, das klappt jetzt. Fährt weiter, das ist okay. Worms sieht gut aus. Ja, sehr schön. Da kommt der andere. Der hält jetzt. Der bringt ein bisschen Kohle. Und Worms
wächst hier sehr gut. Genauso wie Frankfurt am Main, liebe Freunde. Und wie das hier weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Railway Empire. Ich wollte gerade sagen Transport Tycoon, aber es ist ja Railway Empire. Und das sieht einfach nur toll aus. Können wir... Ja, es sieht einfach nur mega aus, wie ich finde. Halt! Wer transportiert hier fröhlich? Ah. Frankfurt am Main. Ich finde das auch total genial, dass das hier so darauf ist. Kann ich jetzt zwar schlecht lesen, aber ich finde es genial. So. Ja, das war's für heute, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.